Hallo und ein herzliches Willkommen von mir und Oh, hallo. ein herzliches Willkommen auch von Tulukan. Was machen wir heute? Wir machen da weiter, wo wir stehen geblieben sind, und wir müssen jetzt den Wassergeist Schuh finden. Und wo ist Schuh? Wo ist Schuh? Mit M auf der Karte. Schuh ist irgendwo hier unten. Schuh. Hoppala. Ah, der Teich der Reflexion. Hallo, Schuh. Ah, Schuh. Da hinten ist Schuh irgendwo. Jetzt lockern wir ihn mal hervor. Schuh? Zeig dich. Ah, hä? Aha. Annehmen. Ah, hallo Schuh. Spielt mit Schuh und seinem Wassergeister. Ey, was machen wir da? Ups. Machen wir nicht so schnell. Ui. Einmal gespielt. Und da hinten geht's nochmal. Gib Gas. Wir sind gefliegt. Zweimal. Und? Wir sind wieder gefliegt. Dreimal. Und wo fliegen wir wieder? Und? Hallo, wer fliegt da mit uns? Und wieso fliegt der höher wie wir? Wo ist das Pfitzchen? Wo ist das Pfitzchen? Da ist das Pfitzchen. Und? Na, und wieder gefliegt. Und fünfmal. Und Ich muss jetzt? sagen, das sah spaßig aus. Und es So. sieht so aus, als hättet ihr einen neuen Freund gefunden. Ja, hab ich. Nennt sich Schuh. Nicht Schuh wie Schuh zum Anziehen, sondern nur Schuh. Und jetzt? Seid gegrüßt. Ja, hallo. Quest beenden. Spricht mit Yi auf dem Dailo-Bauernhof. Alles klar, machen wir doch. Annehmen und tschüss. Wie, Schuh, du kommst jetzt mit? Okay. Nehmen wir Schuh mit. Wir haben ja auch nur Fell an den Füßen. Dann gehen wir mal zu Yi auf den Bauernhof. Auf den Bauernhof. Oh, der winkt uns. Hallo. Hallo. Ich freue mich, euch zu sehen. Ja. Und wo ist der Bauernhof? Jedenfalls hier nicht. Hallo Schildkrötis, hallo. Noch eine und noch eine. Schuh, du bist ein anständiger Begleiter, du gehst nie vor mir und immer brav hinter mir. Das finde ich in Ordnung. So. Gehen wir mal hier hoch. Habe ich mich jetzt verlaufen? Ja, hier hinter drum muss der Schuh sein. Nicht der Schuh, der Bauernhof. Ah, ich glaube, da kommen wir drüber. Hier kommen wir über den Berg. Und da ist auch ein Weg. Ein Weg zum Bauernhof. Und wo ist jetzt der Bauernhof? Immer den Weg entlang, dann kommen wir auf den Bauernhof. Jawohl, machen wir doch. So ein Geschwindigkeitstrank oder vielleicht ein Pferd oder sonst irgendwas. Ein Pferd, okay, vielleicht gar nicht ein Pferd, weil ein Pferd könnte vielleicht unter dem Gewicht des fetten kleinen Tulukans zerbersten. Fragezeichen ist 5 Meter vor uns. Gib Gas! Oh. Ich habe hier vergessen zu starten. Naja. Haben wir Warum heute vergessen. wacht er nicht auf? Weil er schläft. Wir verstehen uns. Ich verstehe dich auch. Also sie vermehren sich mehr, wie wir es machen können, bla bla bla. Okay, und ich muss jetzt 10 Stück von den Schielingen töten.
Ski, Link töten und euch einmal ein Ausrufezeichen. Was möchtest du von uns? Was haben Sie denn gerne für eine Aufgabe für uns? Hallo. Rüben, Karotten und Kürbisse. Alles klar, bringen wir doch mit. Wenn wir schon auf dem Acker sind, können wir die ja rausreißen und dir mitbringen. So. Ski links töten. Was ist das da? Eine Schmaragdzinger. So. Wir sollen Kürbisse bringen. Und die rundliche. Und die da eine umbringen. Ich muss näher heran. Komm mal her, ich muss mal gucken, ob ich die töten muss. Ja, so wie es aussieht, müssen wir. Ich bin außer Reichweite. Aha. Rundliche, die müssen wir auf alle Fälle mal umbringen. Sieht hier irgendwo einer Karotten oder Kürbisse oder sonst irgendwas? Ich nicht. Aber die müssen wir doch hier holen, oder? Ja, dann komm, da fahren wir dich mal kurz. Und zack. Da hängt ein schöner Drache. Wieso finden wir da nichts? Wir müssen doch Kürbisse holen. Ah, da. Da einmal. Eine Rübe. Und da noch eine Rübe. Und da. Ne, da, Rübe. Ah. Jetzt bekommst du von uns eine auf den Deckel. Und noch eine. Jetzt bist du tot. So. Und wir brauchen. Der schläft. Das hier. Jetzt haben wir die Rüben erledigt. Was gibt es da unten? Auch Rüben. Wir brauchen aber keine Rübenwärme. Wir brauchen was anderes. Da unten gibt es auch nichts. Was gibt's hier? Möhresbröt, ram-dam-dam-dam. Wer die erste Möhre findet, hat gewinnt. Und jetzt machen wir dich mal kaputt. Wow! Und nochmal. Und nochmal drauf. Ich habe kein Ziel. Ja, habe ich ja gemerkt. Alles tot. So, was gibt's hier unten? Auch keine Möhren. Was ist denn das für ein blöder Acker? Hallo? Hallo? Was gibt's hier unten drin? Aha. Möhresbröt. Und tschüss. Du bist kaputt. Und wir holen uns eine Möhre. Eine Möhre. Und da ist noch eine Möhre. Und da ist noch eine von diesen. Das ist zu weit entfernt. Ja, komm her. 1, 2, 3. Zack. 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 Geh kaputt. Tot. Noch vier und hier haben wir eine Möhre. Wenn wir diese Möhre haben, haben wir alle Möhren. Dann brauchen wir bloß noch Kürbis. Die Kürbisse. Boah, guckt euch mal die dicke, fette Möhre an. Hier geht's raus. Und irgendwo müssen die Möhren sein. Die Möhren. Nicht mehr. Kürbisse. Ich habe die Kürbisse gefunden. Juhu. Uff, ha. Seht ihr das Glänzen? Da hinten gibt es Kürbisse. Und da gibt es auch die dummen Viecher. Hallo.
Die Kürbisse gehören mir ganz alleine. Und wenn ich dich jetzt kaputt mache, dann mache ich dich kaputt, damit ich die Möhren bekomme. Und jetzt geht ich kaputt. Ich brauche ein Ziel. So, und jetzt brauchen wir noch drei Kürbisse. Eins, zwei, drei. Juhu, fertig. Nee, Quatsch, jetzt müssen wir doch noch von den drei Stück verhauen. Und dann müssen wir zurück. Ich glaube, auf dem Weg dorthin können wir die drei noch verhauen. Und der erste bist du. Du bist sowieso rundlich, fett und rund. Und deswegen bekommst du eine auf Mütze. Hase. Hase, kaputt. Nochmal. Nochmal. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hase, putt. Und du bist auch fertig. Und dann auch nochmal einer von deinen Brüdern oder Schwestern. Jedenfalls. Ich brauche ein Ziel. Brauchen wir ein Ziel. Sorry, da oben sind keine mehr. Ich müsste mal kurz hier eine auf den Kopf geben. Gut, erledigt. Papierkorb. Und dann geht es in diese Richtung, weil da oben gibt es zwei gelbe Fragezeichen. Und Fragezeichen, das haben wir gelernt. Das ist etwas, wo man etwas erledigt hat. Haben wir das gelernt? Ja, haben wir. Hallöchen. Wir hätten da was geholt. Zögert nicht. Nein, ich zögere nicht. Ich handle. Zack. Tschüss. Kurz und bündig. Tschüss. Und wie sieht's bei dir aus? Ich hab dir die Möhren und die sonstige Sache hier. Hier, bitte. Und dafür bekomme ich was? Eine weiche Kniehose. Danke. Keine Frage. Danke. Level up. Und was haben wir jetzt? Eine Blackout-Tritt. Blackout. Aha. Nicht ignorieren können. Oh. Hallo. Ernsthaft. Beschaff den Dojo-Hammer. Pausenhammer. Okay, Pause ist immer gut. Und den kriegen wir in der Schnapsbrennerei. Und wo ist das andere Ausrufezeichen? Ah, hier. Das ist doch der, wo wieder so frech zu uns ist. Garantiert. Hallo. Was braucht ihr? Nix, aber du brauchst was. 12 weggeworfene Holzbretter. Bis zum nächsten Mal. Ja, Mama. Ciao, ciao. 12 Holzbretter. Kein Problem. Und ein Hammer für die Holzbretter. Ja, das Wandern ist das Melosles, das Wandern ist das Melosles, das war. Ich kann nicht singen. So, wo müssen wir hin? Die sieht aus wie eine Brauerei. Was macht der da? Da glitzert da was, also gibt es da die Bretter. Und da ist ein dicke, fette Raggi. Oh, 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 oh. Vielleicht hat Raggi den Holzhammer. Meint er, wir können ihn erschlagen? Ich teste das Ganze an. Ich muss näher heran. Ja, das geht. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Komm her, du Feigling. Wir sind besser wie du. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Oh. Ich würde sagen, das war knapp. Sehr, sehr knapp. Und wo ist jetzt der Hammer? Bretter haben wir jetzt gefunden. Ach, ich hab den Hammer, ich hab den Hammer, ich hab den Hammer. Den Hammer, den Hammer. Da liegt der Hammer. Und die Bretter. Und noch mehr Bretter. Wir brauchen noch 8, 4,
2, 8, fertig. Und zurück. Wo müssen wir die hinbringen? Das Wandern ist es mir. Lass los, das Wandern ist es mir. Okay. Ja, vielleicht anders. Und wenn ich euch sage, das Wandern ist das mir. Lass los, das Wandern ist es mir. Lass los. Bewegt den Arsch. Schneller, schneller. Hallo. Wir sind wieder da. Hallo? Sprecht. Ich spreche hier, deine 12 Bretter, du Arsch. Bände. Auf Wiedersehen. Kohle rüber. Danke. Und was hast du für uns? Die höchste Tugend ist der Tatendrang. Jo, und deswegen kriegst du jetzt den Hammer von mir und dann gibst du mir die nächste Quest und dann sehen wir weiter. Jo, eine Ehre gebührt euch, Tulukan. Ja, natürlich. Schlagt den Gong, sobald ihr bereit seid. Jo, natürlich. Gong, schlagen. Gong, wenn ich bereit bin. Ich hab den Gong geschlagen und jetzt was? Schön, euch zu sehen. Ja, ich bin ja die ganze Zeit da gewesen. Ah, okay, Quest beenden. Was hast du Neues? Er soll uns aushelfen. Ja, okay. Versuch mal, aushelfen. Wo ist Schuh? Schuh? Schuh. Hier. Hallo, Schuh. Schuh. Schuh, bitte könnt ihr wieder wecken. Mit dem Schuh. Geh mal den da wecken. Hau mal ein paar auf die Nuss. Richtig kräftig ein paar oben drauf und plötzlich und jetzt ist er wach. Fleckwurf. Hallo, Teletubbies sagen hallo, Pinky, Tinky, Winky, Po. Okay. Die höchste Tugend ist der Tatendrang. Bringt Schuh und Wugo die Geister des Wassers und der Erde zum Tempel der fünf Sonnen. Ja, Logo machen wir doch. Bringen wir die zwei zum Tempel der fünf Sonnen. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte, wo das ist. Im Oha, weiter weg. Also müssen wir hier lang. Hier lang, damit wir da drüber kommen. Das Wandern ist das. Oh, das kann jetzt lang dauern. Ich könnte ja auch mal was anders singen. Na was? Keine Ahnung. Aber wir können zwischenzeitlich mal gucken, was man da alles gekriegt haben. Papuch, also Schule. Schüchen. Jawohl. Die tun wir an die Tonne klopfen, sobald wir mal einen Händler gefunden. Ein paar Hosen. 32. Ja, die sind auch besser. Und das da eine Waren. Hände. Hände haben wir zwar, aber ich vermute mal die meine Handschuhe. Okay. Jawohl, die sind auch besser. Den Stoff heben wir auf. Und den Rest verkaufen wir alles. Alles verkaufen. Können wir alles da oben auftun. Alles in die Tonne klopfen. Gibt alles ein paar Kupfer. Mehr kriegt man nicht am Anfang dafür. Da kann man sich überhaupt nichts leisten. Keine Yacht, keinen Drachen und überhaupt gar nichts. Hallo? Halt! Hallo? Du Händler? Bitte schaut euch meine Waren an. Nix, Waren anschaue. Ich verkaufe dir mal das ganze Zeug da, was mir da nicht mehr brauche. Danke dir für die Kohle. Und weiter geht's. Ja, die nächste Runde geht auf dich und jetzt sind wir gleich beim Tempel der fünf aufgehenden Sonnen und ich sehe immer nur noch eine und keine fünf. Wo ist der Eingang? Hier geht's links, dann geht's rechts und dann geht's da hoch und dann sind wir auch schon beim Tempel. Was trägt denn der da mit sich rum? Steinbock oder irgendwas, der arme Kerle. Ja, auf geht's da hoch. Da oben wartet schon auf euch. Ey, nicht so schnell. Mal langsam. Upp. Hast du es gesehen, wie dein Kollege gerade abgegangen ist? Wupps, weg war er.
Hallöchen zusammen, ich bringe da zwei Typen. Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. Jawohl, meine ich auch. Vergesst, ihr seid mit den Geistern des Wassers und der Erde zurückgekehrt. Also, trefft Ying Feuerpfote in dem Morgenhauch. Okay, annehmen, machen wir das. Oh, wir fliegen. Geht es also ein bisschen schneller. Ja. Wo geht's lang? Aha. Ach, das ist der sogenannte Fahrstuhl hier an dem... Morgenhauch geht's hier entlang. Wo? Wo geht's lang? Mach mal langsam. Alter Mann, ich kann den Zug. Okay, ich komme ja, ich komme ja. Ich komme. Oh. Hey, so einen Drache will ich haben. Und zwar sofort. Den kann ich auch umbringen, der hat nicht viel Leben. Komm her, ich verhau dich auch nicht, wenn ich auf dir reiten darf. So. Ja. Wo ist jetzt meiner? Welcher ist meiner? Geh mal rechts rum. Wieso rennt er so schnell? Ich kann nicht. Oh. Immer diese Stress da. Wie weit ist denn das noch weg? Das ist ja noch ewig. Aber wisst ihr was? Ich finde den Weg auch so dorthin. Ich sage mich jetzt wieder zu euch. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Marcel, kannst du auch was anderes sagen? Sag mal bye. Möge dir viele aufregende Abenteuer erleben. Jo, ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Euer Olli.